Wir schreiben das Jahr 605 vor Christus. Der babylonische Kronprinz Nebukadnezar belagert Jerusalem und verschleppt junge Leute aus königlichem Geschlecht hierher nach Babylon. Unter ihnen sind Daniel und seine drei Freunde. Sie sollen am Hof des Königs babylonisch ausgebildet werden. Was dann geschieht, erzählt das biblische Buch Daniel. Daniel, ein Jude aus Jerusalem, muss ins Exil und schafft es dort vom Gefangenen zum Amt des obersten Beraters des Königs aufzusteigen. Allerdings ohne Anpassung und Kompromisse, sondern allein durch die Treue zu seinem Gott und Schöpfer. Wer sich tiefer mit dem Buch Daniel beschäftigt, kommt nicht drum herum, sich unserer Weltgeschichte und der Echtheit des Wortes Gottes zu stellen. Genau das ist es, was mich als Produzent und Regisseur der neuen Doku-Serie so fasziniert. Wir erzählen nicht einfach von historischen Ereignissen. Wir spannen den Bogen in die heutige Zeit und landen im Hier und Jetzt. Die Weltgeschichte ist in Bewegung, genauso wie es in dem berühmten Traum von Nebukadnezar vorhergesagt wurde. Und das Buch Daniel ist ein wichtiger Schlüssel, um zu verstehen, was noch vor uns liegt. Für die Dreharbeiten werden wir nach Israel reisen. An dem Ort, wo die Geschichte Daniels beginnt, werden wir 14 Episoden zu je 30 Minuten produzieren. Namhafte Experten der Theologie, Geschichte und Archäologie werden zu Wort kommen und uns hinter die Kulissen der historischen Ereignisse und der damaligen Kultur führen. Mit Winfried Vogel haben wir einen ausgewiesenen Daniel-Experten und Theologen, der uns als Autor und Moderator durch jedes Kapitel des Buches führen wird und sicherstellt, dass wir kein Detail vergessen. Für mich ist es wirklich ein Vorrecht, dieses Buch in moderner und zeitgemäßer Form zu präsentieren. Und ich bete darum, dass Gott dieses Projekt nutzt, um viele Menschen zu erreichen und ihnen einen Ausblick und ein besseres Verständnis für die Zukunft zu vermitteln. Das Wort Gottes Menschen nahe zu bringen, ist die Kernaufgabe von Hope TV. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir auf dem Spendensofa Dr. Winfried Vogel. Winfried, herzlich willkommen. Danke, dass du bei uns bist. Du bist ja ein Doktor der Theologie und Redakteur für außergewöhnliche Sendungen rund um das biblische Wort. Und dein neuestes Projekt gemeinsam mit dem Hope TV-Team ist das biblische Buch Daniel für das 21. Jahrhundert. Und dazu habe ich jetzt gleich eine Frage. Und zwar, was waren denn die ganz konkreten Beweggründe, dieses alte prophetische Buch im Fernsehen als Doku-Serie nochmal neu aufzulegen? Das Buch Daniel ist in der Reihe der biblischen Bücher ein ganz besonderes Buch. Es gehört ja zu der sogenannten apokalyptischen Literatur. Das heißt, es sind Bücher, die wir eben auch in der Bibel finden. Das Buch der Offenbarung, Neuen Testament ist ein solches Buch, wo es darum geht zu schildern, wie Gott diese Welt sieht und wie er diese Welt zu einem guten Ende führen will, wie er eine neue Erde schaffen will. Und er will Menschen gerade durch das Buch Daniel vorbereiten auf diese besondere Zeit des Endes, bevor er wiederkommt, bevor Jesus wiederkommt. Er will die Menschen warnen vor dem, was da kommt. Sie sollen vorbereitet sein. Und er will ihnen dadurch gerade Sicherheit geben. Ich meine, wo gibt es ein Buch, wo zum Beispiel die Abfolge von Weltreichen so vorhergesagt wird, genauso wie es dann passiert ist? Oder wo gibt es sonst ein Buch, wo Zeitweissagungen, Zeitprophezeiungen enthalten sind, die bis in unsere Zeit reichen? Ich meine, gerade in einer Zeit der Unsicherheit, wie wir sie jetzt erleben, wo Menschen sich fragen, was ist das eigentlich? Wo gehen wir hin? Was wird mit unserem Leben sein? Wir haben Klimakrise, wir haben Pandemie, wir haben alle möglichen
Unsicherheiten, die sich uns jeden Tag darstellen. Und dann fragt sich jeder, was wird jetzt? Und das Buch Daniel vermittelt Zuversicht und Sicherheit, weil es da um einen Gott geht, der tatsächlich hinter den Kulissen aktiv ist. Oder es gibt ja auch diese bekannte Frage, was ist mit dem Leid? Warum geht es mir so schlecht? Vielen Menschen fällt ja dann gerade Gott ein und sie sagen ja, wo ist Gott? Warum greift Gott nicht ein? Und das Buch Daniel zeigt aber, dass Gott sehr wohl aktiv ist. Ich denke zum Beispiel an das 7. Kapitel im Buch Daniel, wo tatsächlich eine Wechselbeziehung dargestellt wird zwischen dem, was im Himmel passiert und was auf der Erde passiert. Also Gott ist tatsächlich da. Das ist das, was das Buch Daniel vermittelt und das macht dieses Buch so ungeheuer wertvoll. Also dann glaubst du, dass wenn man wirklich in dieses Buch reinschaut, dass man so Apokalypse, hast du vorher gesagt, Offenbarung, Vorhersehung, dass man da wirklich auch diesen Trost finden kann und auch so einen Ausblick für die Zukunft? Ja, absolut. Weil es dort eben Weissagungen, Prophezeiungen gibt, die sich zum Teil erfüllt haben. Andere stehen noch aus. Das ist eine Kombination, die sehr wichtig ist. Man gewinnt Sicherheit durch das, was man in der Geschichte als Bestätigung erfährt bereits. Und man hat dann auch die Aussicht, dass das, was Gott weiter vorhergesagt hat, noch sich erfüllen wird. Darf ich dich dann auch persönlich fragen, was für dich so ganz persönlich dieses Buch so eine Auszeichnung hat oder was dir sehr nahe geht oder besonders macht? Naja, das Buch ist eigentlich in der hebräischen Bibel ein Buch der Weisheit. Mhm. Es ist nicht eingereiht wie bei uns in unseren christlichen Bibeln unter den Propheten, sondern es ist eingereiht unter Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger. Das heißt, im Judentum wird Daniel eher als weiser Mann gesehen. Aber natürlich passt er total in das Genre der Prophetie. Er ist auch Prophet. Und diese Kombination, finde ich, die macht es gerade so spannend. Weil auf der einen Seite hat man die Weissagung, die Prophetie, die zeigt, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Und dann gibt es aber auch diese Geschichten von Daniel und seinen Freunden, die tatsächlich im Stil der Weisheitsliteratur zeigen, wie man in einer Krisenzeit mit Gott leben kann und wie man ihm trotz allem vertrauen kann und nicht aufgibt, sondern bis zum Ende durchhält und dann erlebt, wie Gott rettet. Aber das zu verfilmen, das hört sich jetzt unglaublich spannend an und auch gar nicht so einfach. Wie will man da vorgehen? Was habt ihr euch da ausgedacht? Geht mal Kapitel für Kapitel durch? Oder, Naja, wir haben 14 Episoden. Das liegt daran, dass wir den sogenannten textbasierten Ansatz gewählt haben. Das heißt, wir gehen tatsächlich durch die 12 Kapitel des Buches durch. Wir haben noch eine Einführungsepisode, weil es wichtig ist, erstmal den Hintergrund von Daniel zu erklären und auch zu etablieren für den Zuschauer, das ist ein verlässliches Buch. Das kann man tatsächlich so nehmen, wie es da steht. Und dann auch eine 14. Episode, wo es einen Ausblick auf das Buch der Offenbarung geben wird, weil Daniel und Offenbarung, das sind wie Zwillingsbücher. Das eine kann ohne das andere eigentlich nicht sein. Die ergänzen sich auf wunderbare Weise. Und da ist es nur angebracht, dass man da einen Ausblick gibt. Aber das heißt jetzt, wenn man jetzt diese 14 Teile hat, ich versuche mir das jetzt einfach bildhaft vorzustellen, da kommt dann doch ganz schön was an Material zusammen, was man sammeln muss. Wir haben jetzt auch gerade vorhin in dem Clip gehört, dass hier auch namhafte Sprecher zu Wort kommen. In Israel soll das auch stattfinden? Ich meine, höchst spannend zu Zeiten wie jetzt. Naja, es ist eine echte Herausforderung, überhaupt einen biblischen Text so aufzubereiten für den Zuschauer, dass er darauf aufmerksam wird und dass er auch durch die Bilder die Inhalte im Gedächtnis behält. Zunächst haben wir überlegt, wir würden gerne nach Babylon reisen, weil in Babylon hat Daniel die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Er war dort Staatsmann, sehr namhafter Staatsmann, hat verschiedenen Königen, verschiedenen Herrschern gedient. Aber in Babylon, das jetzt im heutigen Irak liegt, ist praktisch eine leere Ausgrabungsstätte nur noch vorhanden. Die schönen Dinge sind, wir sehen es auf den Bildern gerade im Vorderasiatischen Museum in Berlin zu sehen, wo wir diesen Trailer gedreht haben. Also da ist nicht mehr viel zu sehen und die politische Situation im Irak lässt es nicht ratsam erscheinen, dorthin zu gehen. Okay. Dann haben wir gesagt, wir gehen nach Israel, denn von Israel ist Daniel
ja verschleppt worden nach Babylon. Und da haben wir noch so diese nahöstliche, so ein bisschen morgenländische Kultur, das Ambiente, das uns hilft, so uns in die Zeit hinein zu versetzen. Und wenn wir das jetzt mal einfach so reduzieren aufs Wesentliche, kostet ja alles Geld. Heute ist Spendengala. Bringen wir es einfach mal auf den Punkt. Die Summen, wenn wir das jetzt live machen wollen, also wir können ja eine Studio-Variante anbieten, die könnten wir durchaus finanzieren, aber wir wollen ja wirklich live nach Israel. Was würde uns das kosten? Das wäre natürlich unser Traum. Ja. Corona hat uns natürlich einiges zerschossen, hat uns in Zwangspause geschickt. Wir hätten eigentlich schon längst drehen sollen dort. Aber inzwischen sind wir so weit, dass wir sagen, wenn wir tatsächlich diesen interessanten und außergewöhnlichen Weg gehen, um vor Ort zu drehen, dann bräuchten wir tatsächlich noch 150.000 Euro. Und wir haben uns eine 10-Tages-Frist gesetzt, von heute angerechnet. Wenn wir in den nächsten 10 Tagen diesen Betrag von 150.000 Euro zusammen bekämen, durch die Spendenfreudigkeit von Förderinnen und Fördern, dann könnten wir tatsächlich das Wagnis eingehen, die Serie tatsächlich vor Ort zu drehen. Wow, also das ist eine ganz klare Ansage jetzt aufgrund der ganzen Situation. Wir wissen aber auch, dass dieses Format ja nicht nur für nächstes Jahr besteht, sondern dass es ja für mehrere Jahre auch da sein soll. Ich meine, die letzte Daniel-Serie, die wir im Programm hatten, die jetzt leider auch technisch veraltet ist, die war ja sehr gut. Die war, glaube ich, 20 Jahre im Programm. Ja. Also wir rechnen schon mit den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und weißt du, was stark ist, was ich noch so mitbekommen habe? Es gibt ja dazu auch den Bibelkurs dann. Ja, genau. Wir haben also geplant, einen Bibelkurs rauszugeben, der auch 14 Kurshefte haben wird. Der ist online erreichbar, der ist auch per Post beziehbar. Das soll einfach den Zuschauern auch helfen, selber die Bibel aufzuschlagen in Bezug zur Serie, aber auch getrennt von der Serie, das zu nutzen als Material, als Grundlage, um selber die Bibel zu erforschen. Genial. Vielen Dank, Winfried, dass du uns hier kurz eingeführt hast. Das ist wunderbar gewesen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Hoffnung zu spenden macht nicht nur Freude, sondern auch Sinn in Zeiten wie diesen. Das Buch Daniel möchte uns eine hoffnungsvolle Perspektive schenken und vor allem auch genau diese Sicherheit geben. Bitte unterstützen Sie uns deshalb bei der Produktion der neuen Daniel-Serie. Sie haben es gerade eben gehört, 150.000 innerhalb der nächsten 10 Tage. Wir warten auf den Segen Gottes und wir sehen es als Geschenk. Vielen Dank.